Hört auf damit, bitte. Hören Sie auf. Sie belästigen mich. Ditto! Aufbauend auf unseren Dreh gestern haben wir uns heute Lisa eingekauft, die endlich mal wieder in der Supersteady zu Gast ist. Und gehen jetzt noch weiter ein paar feine Stylo-Shots machen. Oh, es regnet, scheiße, ich wollte eigentlich ohne Jacke gehen. Und machen ein paar schöne Fotos in U-Bahn-Stationen. Nee, nicht Fotos, Entschuldigung, wir machen ein paar schöne Gimbal-Slow-Mo-Aufnahmen in U-Bahn-Stationen. Der Plan ist, mit dem möglichst kleinen Setup an verschiedene schöne Orte zu gehen, und zwar in unserem Fall an U-Bahn-Stationen in Köln und da in, ja, ich nenne das mal Klein-Run-Gun-Aktionen, sehr stylized Shots für unsere Neuaufstellung von der Webseite, worüber wir gestern schon gesprochen haben, zu machen. Wir haben einfach die Canon R6 auf dem DJI RS2. Kleines Kopflicht, um hier und da so ein bisschen noch Lichter verstärken zu können, mal einen Kick zu geben oder mal einen Key noch irgendwo zu setzen. Und auch, dass wir ein bisschen in Helligkeiten variieren können, wenn man zum Beispiel sehr viel Licht mit der kleinen Flächenleuchte gibt, kann man den Hintergrund ein bisschen absaufen lassen. Und auch durch die Farbtemperaturen sind dann plötzlich ganz andere Möglichkeiten gegeben, als wenn man nur das Vorhandene vor Ort nimmt. Also fühlt man sich jetzt wieder so vor der Kamera. Das Schöne ist, Köln und vor allem Ehrenfeld hat echt ein paar schöne U-Bahn-Stationen. Jörg macht sehr viele Fotos von diesen Spots, das heißt, er kennt sich sehr gut aus. Da kann man echt mit minimalem Aufwand super, super geile Bilder kreieren. Was machen wir jetzt? Das Eyelid an. Wink mal. Hallo. Wink mal, Lisa. Mega cooler Trip, lief soweit alles richtig cool, aber ich muss mich leider schon wieder über die R6 abfacken. Abseits davon, dass die mehrfach einfach die Aufnahme abgebrochen hat, obwohl wir mit V90-Karten gearbeitet haben, ist auch ein riesen Fuck-up. Wir haben alles hier in C-Log3 gedreht. Und ich habe zwischendrin eine kleine Fotoserie gemacht, sind danach wieder in den Videomodus gegangen und irgendwie nach einer Stunde habe ich gemerkt, warte mal, die Kamera ist überhaupt nicht mehr auf Log. What the fuck? Die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass die Log ausgeschaltet hat, als wir in den Fotomodus gegangen sind und dann halt auch einfach nicht wieder angeschaltet hat, als wir zurück in den Videomodus sind. Das ist eine Hybridkamera, die darauf ausgelegt ist, für Video und Foto verwendet zu werden. Klar, mehr Foto, keine Frage, aber sowas geht nicht! Riesenabfuck! Naja, abseits davon war es auf jeden Fall ein mega cooler Kurztrip. Okay, Leute, das war eigentlich ziemlich nice, hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin mega froh, dass wir es gemacht haben. Und das bringt mich auch zum Hashtag des Tages, der ist nämlich einfach machen. Hatten wir bestimmt schon ein paar Mal, aber es ist jedes Mal so ein Ding. Vlog Classic, ich weiß. Viel zu oft nimmt man sich irgendwie Sachen vor und schiebt die dann auf irgendwann. Und wir haben jetzt in den letzten Tagen einfach mal Dinge direkt gemacht, irgendwie im Kopf gehabt und umgesetzt. Und wir haben noch tausend andere Sachen. Ich musste leider auch sehr oft Nein sagen, weil ihr schon mal meinte, sollen wir das? Und leider hat ein Tag dann noch 24 Stunden. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir das heute gemacht haben, dass wir unsere eigene kleine Porträtserie vorantreiben. Und irgendwann
wird sie dann hoffentlich auch fertig sein. Wahrscheinlich wollen wir uns alle einfach nur vom Schnitt drücken. Okay, ich glaube jetzt nicht so viel rum. Vielen Dank fürs Anschauen. Hashtag des Tages in die Kommentare. Fragen in die Kommentare. Anmerkungen in die Kommentare. Ach, vielen Dank und bis morgen dann. Ciao. Die beste M-Card der Welt. Jo.